Hallo, grüßt euch hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Björn und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute mal ein Video um das Thema Beleuchtung am Bike. Die Serie gibt es schon eine ganze Weile auf dem Kanal. Und ihr habt unter den letzten Videos unter Kommentar reingeschrieben, ja, ihr guckt doch mal nach, dass wir auch mal eine Beleuchtung von der Firma Busch und Müller im Vergleich sehen, wie gut die sich so dann draußen im Einsatz in der dunklen Jahreszeit so schlägt. Euer Wunsch ist mir, naja, fast Befehl. Und ich habe mal letzten Freitag oder Donnerstag war es, Donnerstag eine E-Mail geschrieben an die Firma Busch und Müller. Und ihr werdet das nicht glauben, es ist Montag. Und gerade vorher klingelte der Paketbote und es kam ein kleines Paket an. Und die Lampe wurde mir für dieses Video so zugeschickt. Ich habe allerdings entschieden, welche Lampe ich euch dementsprechend zeigen möchte. Ich bekam auch keinerlei Auflagen, wie dieses Video aussehen hat. Ich mache das einfach so, wie ich es für richtig halte und alle Dinge, die ihr hört, sind auf meinem eigenen Mist gewachsen. Jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. So, und drin ist die Busch und Müller Space in der Akku-Variante. Das heißt, die kann jedem Bike betrieben werden, sowohl am E-Bike als auch am klassischen Bio-Bike, da sie ja einen eigenen Akku hat. Ich will da mit Absicht wirklich in die sehr hochwertige Klasse gehen an Beleuchtungen, dass man auch mal wirklich sieht, was taugt sowas überhaupt und was kann sowas überhaupt, dass man einfach da auch mal eine vernünftige Referenz an der ganzen Geschichte haben. Die 150 Lux Angabe hier oben, naja gut, wir wissen ja aus vorigen Videos, die bringt uns nicht wirklich was, sondern eigentlich wäre eine Lumenangabe doch ein bisschen schöner. So kleiner Punkt an die Jungs und Mädels von Busch und Müller. Vielleicht auch da mal draufschreiben, wäre nicht schlecht. Aber egal, ich habe sie vorher schon mal kurz angehabt und was rauskommt, sieht nicht allzu schlecht aus. Packen wir sie mal zusammen aus, was alles drin ist in der Schachtel. Haben wir einmal die Lampe und wir haben noch dabei einmal ein USB-Ladegerät, sogar ein richtig von der Leistung vernünftiges, gucken wir gerade mal geschwind drauf, mit 2100 Amperestunden, also das ist schon ganz ordentlich, dass auch schnell zu laden ist. Dann haben wir einmal ein USB-Kabel, komplett dazu, nur eine Halterung. Nochmal ein USB-Kabel und noch ein kleines Handbuch. Ladegerät ist, denke ich, soweit klar. Ich musste diese Lampe irgendwie laden. Soweit alles logisch. Was allerdings diese Lampe auch noch kann, mit dieser Lampe kann ich auch noch die als Powerbank für mein Smartphone nutzen. Das heißt, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht wirklich Licht brauche, aber wo ich halt einfach mein Smartphone mit Strom versorgen möchte oder muss, wie auch immer. Deswegen ist dieses kleine Kabel dabei, das quasi von diesem Micro-USB auf ganz normal USB geht, dass ich das mit meinem normalen Handy-Ladekabel oder Smartphone-Ladekabel oder auch das Ladekabel klassisch für mein Fahrrad-Navi einstecken kann, dass ich das als Powerbank nutzen kann. Ich finde diese Funktion echt cool. Mal sehen, wie es funktioniert. Das machen wir im separaten Video. Dann noch ein Ladekabel. Ich denke, das ist klasse von Line. Und das Handbuch. Was wir auch nachschauen müssen dann, ist, wie muss ich die Lampe einstellen, dass sie einfach blendfrei ist. Dazu machen wir dann im separaten Video, wenn wir rausgehen und gucken mal uns die ganze Sache im Wald an, wie gut oder wie schlecht die Ausleuchtung ist. Und da gehen wir da dafür einfach mal raus und da richten wir sie dann auch passend dementsprechend aus. Packen wir es mal weg von dem Karton. Ich finde sie richtig schön, also wenn man die so in der Hand hat. Ist eine richtig schöne Lampe. Hat die Halterung für den Lenker und die ist, was ich klasse finde, gut, in der Preisklasse ist auch eigentlich zu erwarten. Kann ich aufschrauben, kann ich um meinen Lenker klemmen, kann ich wieder zuschrauben. Fertig. Also Hammer. Hinten haben wir drauf die Anschlüsse zum Laden oder auch für den Powerbank-Anschluss. Diese Anschlüsse haben wir alle da hinten drin. Kann man schön zumachen. Das heißt, wenn ich auch mal im Regen fahre oder mich auch mal einsau, dann ist das doch relativ gut geschützt.
Bedienkonzept. Ich habe jetzt kein Handbuch gelesen. Ich habe die Lampe jetzt wirklich außer vorher ein einziges Mal eingeschaltet, um zu sehen, ob alles funktioniert. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Aber wenn ich es jetzt vom Prinzip einschalten will, drücke ich hier einfach mal drauf für ein paar Sekunden und ihr seht schon heftig, es wird hell. Und die Helligkeit kann ich hier über diesen Slider einstellen. Und je nachdem, wo ich auf den drauf drücke, wird dann die Lampe heller oder dunkler. Und was da rauskommt, das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Ich denke, dass es dann schon Spaß macht, wenn wir das dann mal im Wald versuchen, was da an Licht rauskommt. Dann sehe ich hier oben noch die Anzeige. Und da sehe ich, wie lang noch der Akku hält, wenn ich in diesem Lichtbetrieb fahre. In dem Fall jetzt 12 Stunden 20, wenn ich es mal auf volle Kanne hochfahre. Dann sind wir bei 1 Stunde 39, wo der Akku aktuell noch da dafür ausreicht, um da damit zu fahren. Jetzt gehen wir mal geschwind, machen wir es mal geschwind aus. Und wenn ich dann einfach nur einmal kurz drauf drücke, dann zeigt er mir an, dass der Akku 68% geladen ist. Und ich kann auf einen Blick sehen, wie lang noch mein Licht am Bike dementsprechend reicht. Also, ich finde schon den ersten Eindruck von der Lampe richtig gut. Jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir uns einfach mal in aller Ruhe in den nächsten Tagen die Lampe auch mal im Einsatz an und probieren auch mal die Sache aus mit dem Thema anschließen einer als Powerbank, wo ich es als Energieversorgung für irgendwas nutze, wie viel Energie ich dann auch wirklich rausbekomme. Das sind so Kleinigkeiten, die wir noch machen müssen. Das Handbuch lese ich jetzt auch mal für euch, dass wir auch da vielleicht keine größeren oder kleineren Fehler machen. Soll ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und in nächsten Videos werden wir die Lampe einfach mal nehmen und dann werden wir einfach mal schauen, wie sich so in der freien Wildbahn schlägt. Also, bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Ciao!